Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Neuartige Heizmethode. Im Gegensatz zu einer konventionellen Heizung, die nur Wärme und Warmwasser produziert, erzeugt ein Brennstoffzellenheizsystem zusätzlich Strom. Wer auf eine sogenannte KWK-Anlage umsteigt, bekommt zudem Fördermittel vom Staat. Endlich ist Sommer und es hat dieses Jahr auch wirklich lange genug gedauert. Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Thema Heizung zu befassen. Jahr für Jahr kommen neue Modelle auf den Markt und alle sind noch effizienter und noch umweltfreundlicher. Wir stellen Ihnen heute eine ganz neue Technologie vor und zeigen Ihnen, was es sonst noch alles auf dem Markt gibt. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Wer sich zu Hause richtig wohlfühlen will, der hat natürlich ganz viele Möglichkeiten, sein Zuhause zu gestalten. Das fängt natürlich mit der richtigen Farbe und den richtigen Bodenbelägen an. Doch neben der Dekoration ist vor allem die Grundgestaltung von ganz enormer Bedeutung. Die Innenausstattung eines Hauses beginnt eigentlich schon im Außenbereich. Wir haben außen die Möglichkeit, die Fassade zu gestalten, die Fenster zu gestalten, die Haustüre, das Dach und das Garagentor. Und wie die Gestaltung außen ist, so sollten wir auch nach innen gehen und dieses Farbkonzept nach innen weitermachen. Im Fliesenbereich haben wir im Augenblick drei herausragende Themen. Einmal die Holzoptik, dann die Natursteinoptik und die Betonoptik. Wir haben in unserer Basisausstattung alle drei im Programm in verschiedenen schönen Farben, die sehr gut auch zu unseren Treppen passen. Das ist unsere Standardtreppe in Buche Bunt. Die liebe ich sehr, weil sie passt eigentlich zu allem im Haus. Wir haben auch Nussbaumtreppen, wir haben Eichetreppen, wir haben Steintreppen, wir haben Ahorntreppen. Aber mit einem geringen Aufwand kann man diese Buche Bunt Treppe in der Wange farblich verändern und wir bekommen dann ein ganz interessantes Ergebnis. Wieder im Trend sind Teppichböden, nicht mehr die hohe Schlinge wie früher, diese Shaggy, der sehr modern war, sondern jetzt kommen diese ganz weichen Optiken mit Schimmer ins Programm, die auch für Allergiker besser geeignet sind als glatte Böden. Und wir legen sie ins Wohnzimmer und im gesamten Dachgeschoss, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Flur. Es läuft sich schön und es lässt sich gut reinigen. Bei der Auswahl der Türen muss man wissen, was man für einen Boden haben möchte. Wenn wir eine Holzoptik haben möchten, wie zum Beispiel bei dieser Fliese, dann passt eine ruhige Tür dazu. Dasselbe geht auch umgekehrt. Wir können eine Holzoptiktüre machen und dann brauchen wir aber einen ruhigen Boden. Bei uns ist in der Basisausstattung eine bodenebene Dusche mit dabei, eine Badewanne. Es sind die Armaturen dabei, die Zubehörteile, eine Spiegelablage und der Spiegel. Wenn wir das alles beachten und ruhig in unserer Gestaltung bleiben, dann sind wir frei für saisonale Dekorationen und Einrichtungsgegenstände. Interessant, auf welche Details man bei der Ausstattung achten muss. Und der perfekte Look, der hört natürlich im Haus nicht auf, sondern setzt sich im Garten fort. Welches die neuesten Trends sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Pflanzen gut durch den Sommer bekommen, wenn Sie schon einen Garten haben. Musik
Zugegeben, so einen Garten haben wahrscheinlich die wenigsten von uns. Wer allerdings bei einer Baumschule vorbeischaut, kann sich einige Anregungen für die heimische Wohlfühloase holen. War der Garten früher noch das notwendige Übel eines Hauses, ist er heute bei vielen ein zusätzlicher Wohnraum. Und dieser soll auch so aussehen, stilvoll, gemütlich und einzigartig. Doch nicht jeder von uns wurde als Gärtner geboren. Damit das Leben in der heißen Jahreszeit trotzdem nach draußen verlegt werden kann, müssen nur ein paar Dinge beachtet werden. Gut, es ist natürlich schon so, dass man in der Auswahl der Pflanzen einmal standortgerecht, dass man natürlich Pflanzen, die im Schatten gern wachsen, mehr in den Schatten pflanzt, sonnige Stauden in die Sonne, gerade Rosen natürlich an Standorte, die gut durchlüftet und sonnig stehen. Unter anderem natürlich auch Sorten wählt, die sehr, sehr robust sind. Also da gibt es auch große Unterschiede, auch gerade in Sachen Obstbäumen oder so werden oft Sorten verwendet, die im integrierten Anbau, also sprich der Obstbauer sehr gut hinbekommt, aber der Privatmann jetzt nicht jede Woche sagen wir mal, spritzen möchte. Wenn man sich da bei der Auswahl oder vorher gut informiert, dann kann man da natürlich auch schon vieles dann entsprechend richtig machen. Während der schönsten Zeit des Jahres möchte jeder die warmen Tage im Garten genießen. Aber gerade im Juli bedeutet Gartenarbeit viel Pflege. In den Sommermonaten stehen einige Aufgaben an, um ein blühendes Ergebnis zu erhalten. Also generell ist es im Gartenbau so, dass es die Pflanzzeiten in Vegetationszeiten unterteilt sind. Da gibt es das Frühjahr, wo man dann quasi ab der Frostzeit, wo die Frostzeit vorbei ist, anfängt zu pflanzen. Bis, sagen wir mal, April, Mai, wenn eben quasi die Pflanzen wieder ausgetrieben haben, Blätter bekommen haben. Dann fängt man an, Pflanzen aus Töpfen oder Containern kann man dann pflanzen. Das geht dann los, sagen wir mal, vom Mai bis ungefähr so in Oktober, September, bis dann quasi die Herbstzeit beginnt, die Blätter fallen ab und dann kann man wieder Pflanzen aus dem Freiland mit Ballen setzen. Das ist dann kein Problem. Wer gerade dabei ist, einen Garten anzulegen, sollte sich im Vorfeld überlegen, welchen Stil er umsetzen möchte. Hilfreich kann es sein, sich am Stil seines Hauses zu orientieren, ob beispielsweise ein mediterraner, asiatischer oder ein naturnaher Garten mit vielen Obststräuchern passend ist. Und natürlich gibt es auch hier immer wieder Trends. Trend momentan sehr stark in die Richtung Formgehölze, sprich Bonsais oder einfach Pflanzen, die man in eine gewisse Skulptur oder Struktur geschnitten hat, künstlich natürlich, die man auch dann weiterhin pflegen muss in die Richtung mit Schneiden und so. Das ist sehr, sehr stark im Trend. Oder natürlich der mediterrane Garten mit italienischen Säulenzypressen, eventuell sogar Olivenbäumen oder Palmen, die man natürlich bedingt im Winter dann schützen muss. So in die Richtung, sag ich mal, ist es mittlerweile sehr stark im Trend. Für so einen Bonsai aus Japan müssen allerdings teilweise bis zu 17.000 Euro investiert werden. Aber auch mit heimischen Pflanzen können wir unseren Garten zum Outdoor-Wohnzimmer machen. Auch wenn es im Moment schwerfällt, sich bei 30 Grad Außentemperatur mit dem Thema Heizung zu befassen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Wir stellen Ihnen heute die Technologie der Brennstoffzelle etwas genauer vor, die seit kurzem auch für Einfamilienhäuser rentabel ist. Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Modelle es sonst noch gibt. Also bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Je weiter die Energiepreise steigen, desto größer wird der Wunsch bei uns allen, so autark wie möglich zu sein. Heizen und dabei warm Wasser zu erzeugen, das ist keine Neuheit und wird heute oft mit Solarmodulen umgesetzt. Jedoch heizen, warm Wasser erzeugen und auch noch den eigenen Strom produzieren, das ist neu. Mit einer Brennstoffzelle ist das alles möglich. Claudia Zidorn und Robert Pfeiffer haben die Technologie genauer unter die Lupe genommen. Als die Frage sich stellte, was machen wir, welche Energietechnik setzen wir ein, wurden wir halt hinsichtlich der Solar- und Photovoltaikanlagen, hat sich die Frage von alleine beantwortet, weil für uns einfach das Problem war, dass wir halt im Nachbarsgarten einen relativ hohen Baum vor
finden, den man hier sieht. Weil die Buche in Nachbars Garten zu viel Schatten auf das Dach von Familie Horstmann wirft, war die Installation einer Photovoltaikanlage schnell vom Tisch. Die Alternative: seit 3 Wochen steht ein sogenanntes Brennstoffzellenheizsystem, kurz KWK-Anlage, im Keller der Familie. Im Gegensatz zu einer konventionellen Heizung, die nur Wärme und Warmwasser produziert, erzeugt die KWK-Anlage zusätzlich Strom. So ein Gasbrennstoffzellenheizgerät besteht aus 2 Geräten sozusagen. Wir haben 2 Teile, einmal die Gasbrennstoffzelle und auf der anderen Seite moderne Gasbrennwerttechnik. Die besteht aus einer Gasbrennwertanlage hier oben drin, dem Brenner, wo die Wärme erzeugt wird. Hinter dieser Elektronik verbirgt sich die Warmwasserbereitung fürs Dusche und so weiter. Und hier unten haben wir einen Pufferspeicher, der uns die Wärme speichert, die das Brennstoffzellenmodul auf dieser Seite erzeugt. Das Brennstoffzellenmodul ist ein abgeschlossenes Gerät, das sozusagen Wärme erzeugt während der Stromproduktion, die dann im Haus verbraucht werden kann oder eingespeist wird. Aufgrund der hohen Effizienz dieser Technologie unterstützt der Gesetzgeber jeden, der KWK nutzt. Derzeit beträgt die Förderung 3.500 Euro. Ab Herbst 2016 soll deutlich mehr ausbezahlt werden. Die vorherige Heizanlage von Familie Horstmann war Baujahr 1986. Das Haus selbst ist von 1933. Die innovative Technik ist also nicht nur auf Neubauten beschränkt. Prinzipiell ist das Heizsystem für jedes ein, zwei kleines Mehrfamilienhaus geeignet. Wie man hier sieht, auch im Altbau, Baujahr 1933, also das ist auch machbar. Und Voraussetzungen haben wir eigentlich, wir brauchen einen Erdgasanschluss und wir brauchen Internetzugang. Und ansonsten kann das eigentlich überall eingebaut werden. Die Kosten eines Brennstoffzellenheizsystems inklusive Einbau betragen rund 30.000 Euro. Wer das investiert, kann genau überprüfen, wie viel Strom und Wärme er produziert und wie viel CO2 eingespart wird. Durchschnittlich kann jeder Haushalt den Kohlendioxidausstoß um etwa 50% verringern und die laufenden Energiekosten um rund 40% senken. In Japan werden die Brennstoffzellenheizungen übrigens schon 10.000-fach eingesetzt. In Deutschland steht die Markteinführung noch am Anfang. Wie weit ist die Brennstoffzellentechnologie wirklich und welches ist die richtige Heizung für mich zu Hause? Und im Studio begrüße ich Martin Schädler. Herzlich willkommen. Hallo. Jetzt haben wir gesehen im Beitrag: Brennstoffzellentechnik bei uns in den Kinderschuhen, in Japan schon gang und gäbe. Wie weit sind wir wirklich? Ich denke, das mit den Kinderschuhen passt relativ genau. Es sind die ganze großen Hersteller, haben das alle erst begonnen, im Prinzip diese marktreife Geräte mal in Serie zu produzieren. Viele Geräte sind jetzt quasi gerade erst aus der Pilotphase gekommen. Das heißt, wir stecken ganz am Anfang. Jetzt hat man die ganzen Jahre immer Blockheizkraftwerke und auch Brennstoffzelle, die haben sich rentiert für Hotels, für Unternehmen, aber nie für das normale Einfamilienhaus. Wie sieht das da mit der Technologie aus? Lohnt es sich heute schon? Die konventionelle Blockheizkraftwerke haben einfach das Problem, dass dieser Kolbenmotor elektrisch wartungsaufwendig ist. Und dadurch hat er diese Vorteile, wo der bringt durch die Stromerzeugung, auf einmal der Wartungsaufwand wird aufgefressen. Und diese Brennstoffzelle, der Clou an der Geschichte ist einfach, dass die weniger Wartungsaufwand hat. Und dadurch wird die für die Zukunft mit Sicherheit rentabel sein. Ich denke generell, diese Heiztechnik, wo Strom produziert, hat auf jeden Fall Zukunft. Wenn wir jetzt heute auf den Markt gehen, wir haben Gas, wir haben Öl auch noch, wir haben Pellets. Welche Technik ist eigentlich gerade wirklich gefragt? Das kann man Oder so, ist das ganz individuell auch wieder? Genau, das kann man so konkret gar nicht sagen, weil man muss immer das Haus angucken, man muss schauen, was ist für ein Kunde, was möchte er überhaupt und was kriegen wir unter, was haben wir vorhanden? Ist überhaupt Gas da? Brauchen wir, möchten wir Pellets, möchten wir Wärmepumpe machen? Haben wir solarmäßig was vor? Das ist ganz individuell. Und das hängt immer auch ab vom Heizsystem, was der Kunde hat. Fußbodenheizung, Heizkörper, je nachdem. Muss man immer angucken und gucken, was passt. Aber was sind jetzt die wichtigsten Parameter, wenn ich auf der Suche nach der neuen Heizung bin? Ist es die Größe des Hauses, ist es die Dämmung der Außenwand oder ist es Heizkörper- und Fußbodenheizung? Wie finde ich überhaupt jemanden, der mir sagt, was wirklich richtig ist? Als Endkunde selber kann man das gar nicht durchblicken. Wie meistens, ja.
Der Markt ist so groß und es gibt tausend Möglichkeiten. Und das muss man sich wirklich angucken. Man muss angucken, was passt da rein, was passt auch zum Kunde und was ist schon bereit auszugeben. Ich muss immer sehen, wenn ich in der Investition natürlich wenig tätige, habe ich meistens einen Brennstoff relativ teuer. Wenn ich sage, okay, ich möchte gewisse Unabhängigkeit, muss ich mir diese Unabhängigkeit irgendwo erkaufen. Wobei viele Systeme sich einfach trotzdem rentieren, wenn man sagt, man macht die jetzt und spart dafür über die nächsten Jahre. Sie hatten vorhin kurz die Wärmepumpe angesprochen. Jetzt kenne ich es aus Erzählungen. Leute haben eine Wärmepumpe, die wurde komplett falsch berechnet, läuft immer auf Hochtouren und heute, wo der Strompreis so hoch ist, ist es fast nicht mehr bezahlbar. Ist das öfters passiert und ist das heute noch gang und gäbe oder ist die Wärmepumpe, wo man heute sagt, ja, das passt? In der Vergangenheit ist es leider sehr oft passiert. Gerade im Bestandsgebäude, wo wir hohe Vorlauftemperatur benötigt, ist einfach viel Schmutriebe geworden. Da war super Verkäufer am Werk und die Kunden zahlen das natürlich. Inzwischen hört man es eigentlich wenig, dass im Bestandsgebäude eine Wärmepumpe eingesetzt wird, wo einfach unwirtschaftlich sind. Was kann ich jetzt machen, wenn ich jetzt eine falsche habe? Außer eine neue Heizungsanlage kaufen. Gibt es eine Möglichkeit? Die Heizfläche verändern. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, diese Heizkörper zum Vergrößern und auf Niedertemperatur-Heizkörper zu gehen. Ist natürlich auch ein gewisser Aufwand. Die Heizkörper sind um einiges größer. Aber dadurch schaffe ich das ganze System ein bisschen auszubügeln. Jetzt gibt es ja, wenn ich bei Bestandsgebäuden mich um eine neue Heizung kümmere, gibt es da Zuschüsse. Welche Zuschüsse gibt es und wie hoch sind die überhaupt? Und wie kann ich sie erfüllen? Im Prinzip wird so ziemlich jede Heiztechnik inzwischen, wo einigermaßen standesgemäß ist oder einfach im aktuellen Stand der Technik ist, wird bezuschusst. Die Zuschüsse kann ich als Endkunde auch selber gar nicht überblicken, weil das nächste ist, für mich als Heizungsbauer und Energieberater ist ein Kampf im Prinzip immer am Ball zu bleiben, weil sich ständig was ändert. Und das kann ein Kunde im Prinzip das selber. Das muss wirklich der Profi vor Ort gucken, was passt und was gibt es für Zuschüsse in der Richtung. Wie viele regenerative Energien muss ich heute einsetzen? Ich glaube 15% im Bestand. Wie kann ich das überhaupt machen? Da gibt es viele Möglichkeiten, wo uns der Gesetzgeber gegeben hat. Zum einen gilt das Gesetz gilt ja nur in Bad Württemberg. Und ich habe die Möglichkeit, über Solar was zu machen. Es gibt die Möglichkeit, Sanierungsfahrpläne zu erstellen. Bioerdgas, Pellets, Scheitholz, Hackschnitzel. Also oder das Solarmodul auf dem Dach, zählt das heute auch noch? Photovoltaik zählt auch, Solarthermie zählt. Wenn man eine gewisse Gebäudehülle, Dämmung erreicht oder auch Fenster dämmt, kann man diese Gesetze auch anteilig erfüllen. Und man kann im Prinzip auch sagen, man macht einen Teil mit Solar, einen Teil mit, im Prinzip mit Photovoltaik und einen anderen Teil mit einem Sanierungsfahrplan. Da gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten in der Richtung. Ich weiß, wir haben jetzt draußen 30 Grad und uns beiden relativ warm. Aber geben wir jetzt den Zuschauern schon mal einen Tipp. Wie kann ich denn im Winter mit meinem bestehenden Heizsystem Geld sparen? Weil Sie haben gesagt, es gibt eine ganz einfache Variante, wo fast nie daran gedacht wird erstmal. Genau. Diese ganze alte Heizungssysteme sind in der Regel alle nicht abgeglichen. Und ein Punkt, wo man herausgefunden hat in einer Studie, das war die Optimus-Studie, da hieß es, dass man im Bestand bis zu 25% Energie einsparen kann mit dem hydraulischen Abgleich. Das bedeutet einfach, dass diese Heizungsverteilung, die Heizkörper in der Energieverteilung einfach optimiert werden. Ja, das ist eine einfache Variante, wo man doch relativ viel sparen kann. Jetzt doch, wo geht das heizungstechnisch hin? Was ist die Technologie der Zukunft? Gibt es irgendwo einen Trend, wo Sie sagen, das habe ich mal gehört? Also im Neubau haben wir im Prinzip aufgrund der aktuellen Gesetzeslage ein gewisser Trend zur Wärmepumpe, weil einfach dieser Primärenergiefaktor, wo wir einhalten müssen, relativ anzogen war, ist jetzt mit der aktuellen Energieeinsparverordnung. Da geht so ein gewisser Trend hin, wobei man es nicht verallgemeinern kann. Wir haben auch viele Kunden, die trotzdem noch auf Pellets setzen in der Richtung und auch die Kombination mit Solar. Warum sollte ich mich jetzt ausgerechnet im Juli oder August bei 30 oder 35 Grad um die neue Heizung kümmern? Die Auftragsbücher sind voll. Und der nächste Winter kommt bestimmt. Und es könnte sein, wenn ich jetzt sage, okay, ich warte bis Oktober, dass Sie dann sagen müssen, okay, Herr Baunach, ich kann im März liefern. Ja, genau so läuft es. Dann, Herr Schädler, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Ja, danke auch. Liebe Zuschauer, bei uns geht es gleich weiter mit den kleinen Fragen des Alltags und mit Lösungen, die Ihr Leben einfacher gestalten. So zum Beispiel, wie Sie den Kampf gegen Fruchtfliegen gewinnen. Also, bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Jeder kennt sie, jeder hat sie. Die kleinen Fragen des Alltags.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie Ihr Zuhause richtig lüften oder wie leise oder wie laut Sie nach 22 Uhr im Garten noch feiern dürfen? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen jetzt. Wenn es im Sommer so richtig heiß wird, ist richtiges Lüften in Ihrem Zuhause besonders wichtig. Die beste Zeit dafür ist entweder früh morgens, in den Abendstunden oder nachts, wenn die Außentemperaturen sinken. Wichtig, die Fenster nicht kippen, sondern ganz aufmachen. Ebenso wie die Innentüren, denn durch das sogenannte Stoßlüften wird die Luft einmal komplett ausgetauscht. Über den Tag sollten Sie auf das Lüften verzichten. Sonst gelangt heiße Luft in Ihre Wohnung. Folge, die Luftfeuchtigkeit steigt. Und die begünstigt Schimmelbildung. Mit dem Sommer bekommen wir regelmäßig unerwünschten Besuch von Bienen. Das kann richtig lästig werden, aber da Bienen Nutztiere sind, sollten immer tierfreundliche Methoden angewandt werden, um sie zu vertreiben. Für Ihre Wohnung empfehlen sich zuverlässige Fliegengitter, für den Garten oder den Balkon hilft ein bewährtes Hausmittel, Basilikum. Den können Sie entweder im Gemüsebeet oder in kleine Kübel pflanzen. Der intensive und für die Bienen unangenehme Geruch vertreibt die kleinen Tiere. Kaum steht das frische Obst auf dem Tisch, stürzen sich andere kleine Tierchen auf die Leckereien. Fruchtfliegen, das kann einen ganz schön verzweifeln lassen. Loswerden Sie die ca. 3 mm großen Tiere, indem Sie ihnen ihre Nahrung entziehen. Deshalb gilt, Obst und Fruchtsäfte sollten gut abgedeckt in verschlossenen Gefäßen oder im Kühlschrank lagern. Benutztes Geschirr oder Besteck sollten Sie am besten umgehend abwaschen und den Mülleimer regelmäßig leeren. So werden Sie erst gar nicht zur Plage. Tipp, legen Sie eine Bananenschale als Lockmittel in eine offene Plastiktüte. Darin sammeln sich die Fruchtfliegen. Dann können Sie sie an einem anderen Ort wieder aussetzen. Die Sommerzeit zieht die Menschen nach draußen, egal ob es die Grillparty oder einfach der Genuss eines lauen Abends ist. Aber wie lange darf man im Freien eigentlich feiern? Für das private Zuhause gilt, die Nachtruhe ab 22 bis 7 Uhr morgens muss eingehalten werden. Innerhalb dieser Zeit darf nur noch maximal in Zimmerlautstärke weitergefeiert werden. Diese darf nachts 30 Dezibel nicht überschreiten. Ist die Lautstärke trotzdem unzumutbar, muss man mit dem Besuch der Polizei und einem Bußgeld rechnen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der nächsten Gartenparty und ich bin mir sicher, mit dem richtigen Nachbarn dürfen Sie auch lauter als 30 Dezibel feiern. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Bis dahin bleiben Sie gesund und genießen Sie den Moment. Und das sind unsere Themen kommende Woche. Gefährliche Holzpellets. Bei der Lagerung von Holzpellets können laut Medienberichten giftige Gase austreten. Wir klären mit einem Experten, wie gefährlich Holzpellets angeblich sind und warum sich die Anschaffung einer Pelletheizung lohnen kann. Und gebrauchte Immobilien. Viele Immobilieninteressenten bauen nicht mehr selbst, sondern kaufen sich eine gebrauchte Immobilie. Worauf Sie beim Kauf unbedingt achten sollten, verrät Ihnen unser Experte im Studio. Bauen und Wohnen ab Montag, 1. August, 20.30 Uhr. Eine starke Marke für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus.